Ladies, heute darf ich euch Iris Weinmann vorstellen und zwar, wir sind in Baden-Baden. Iris kommt aus Rottweil, ich bin wie gesagt im Köln-Bonner Raum und dann haben wir uns gedacht, treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Deswegen dieses ungewohnte Setting, aber trotzdem könnt ihr euch auf ein spannendes Interview freuen. Iris ist Mutter von 2 Kindern und seit einigen Jahren selbstständig und zwar hat sie sich auf das Coaching von Müttern spezialisiert. Iris, du sprichst bei dir von der Selbstständigkeit aus der Not heraus. Magst du das mal erklären? Was war so deine Not? Wie bist du da reingekommen in die Selbstständigkeit? Also ich war damals Projektleiterin und Business Consultant bei einem großen Verlagshaus in München und hätte eben viel reisen müssen. Und nach der Geburt der zweiten Tochter meinte dann auch der Chef, nachdem ich ein Gespräch gesucht habe, ich kann dich leider nicht mehr so fördern wie früher, du hast 2 Kinder, dein Mann, der ist auch ständig unterwegs. Und von dem her war dann ganz klar, okay, ich steige aus. Und dann war aber der Plan von mir, dass ich mich bewerbe in der Region. Das heißt, du bist aus deinem derzeitigen Job raus, auch aufgrund der Kinder und dass du nicht mehr so flexibel warst und hast dich dann neu beworben, aber nichts gefunden, was zu dir passt, zu deiner Ausbildung, zu deinem Hintergrund, zu deiner Verfügbarkeit. Und dann war Verfügbarkeit, genau. Und dann war Selbstständigkeit die Lösung. Das Ganze hat mich am Stolz gekratzt, ganz ehrlich. Ich war so, es musste, also ich war immer der Meinung, es ist kein Problem, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das war für mich ein ganz zentraler Punkt, es darf kein Problem sein und sowieso nicht für mich. Dann war die Situation so, dass ich 8 Bewerbungen geschrieben habe, ich habe 4 Vorstellungsgespräche gehabt. Bei jedem Vorstellungsgespräch musste ich mir anhören, ja Frau Weinmann, Sie haben 2 Kinder, eins ist 1 Jahr alt, das andere ist 3 Jahre alt, bekommen Sie das überhaupt hin? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich zeige euch, wie ich das hinbekomme und habe mich dann auch daraufhin selbstständig gemacht. Wo deine Suche zur Selbstständigkeit hin gemündet ist, ist im Momcoach. Ich habe da jetzt auch letztens dein Tagebuch gelesen. Es hat mir sehr gut getan, das zu lesen. Auf der einen Seite, weil man denkt, okay, krass, es ist wirklich, geht nicht nur mir so. Das scheint vielen Müttern so zu gehen. Sehr negative, frustrierte, deprimierte Gedanken, die ich sehr gut kenne. Auf der anderen Seite natürlich macht es einen wütend, weil man denkt, boah, warum müssen wir alle da durch? Meine Zielgruppe sind selbstständige Mütter, bei denen das Business noch nicht läuft. Das heißt, die haben vor 1,5 Jahren, 1 Jahr angefangen, gehen jetzt in die Talfahrt rein. Ja, so wie ich es auch durchgemacht habe. Sie haben Selbstzweifel, sie haben Versagensängste. Und an dem Punkt ist aber egal, was sie machen. An dem Punkt ist egal, was sie, okay. Was sie machen. Nur wichtig, wo sie gerade stehen. Genau, wo sie gerade stehen. Und stehen an dem Scheidepunkt, bewerbe ich jetzt mich nochmal oder starte ich richtig durch? Ja. Was ist der Sinn, wohin will ich gehen? Und genau das ist ja dann mein Infoprodukt her, also mein Online-Kurs, wo ich sage, okay, definiere deine Ziele und Visionen, kümmere dich erstmal um deine hemmenden Glaubenssätze. Für meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, was ist denn ein Glaubenssatz, hemmender Glaubenssatz? In unserer Situation, wenn wir gerade eben bei diesem Umbruch sind, ist so ein Satz, den viele Mütter haben, ich kann nichts. Oder mein bisheriger Werdegang war völlig falsch. Habe ich auch geschrieben. Ich hatte auch geschrieben, ich kann nicht alles haben. Genau. Das ist nämlich auch so ein, oder ich will so viel, ja, ich möchte da und dahin. Bei mir war ein Glaubenssatz, der auch andere verletzt hat. Wenn wir in München geblieben wären, dann könnte ich Familie und Beruf vereinbaren. Wie hast du es dann umgedreht? Ja, und dann habe ich, gesagt, okay, ich habe hier eine Chance in der Region. Unsere Kinder können hier entspannt aufwachsen in einer sicheren Umgebung. Die Großeltern sind da und ich kann in Ruhe mein eigenes Business aufbauen. Wenn ich dich jetzt fragen darf, du bist Coach und bietest auch deine Leistungen zu Recht für Geld an, aber hast du trotzdem 3 Tipps, die du so ein bisschen global noch mit uns teilen kannst? Wenn man selbstständig wird oder wenn man selbstständig ist und man beschäftigt sich mit der Sinnfrage, dann sollte man mal in sich gehen und schauen, wohin will ich denn? Wohin will ich privat? Wohin will ich als Selbstständige? Wohin will ich mit meiner Familie? Wohin will ich, was meine Gesundheit angeht? Unbedingt Visionen in allen Lebensbereichen, nicht nur in einem, weil sonst verlagerst du, sonst hast du nur einen Fokus und dann vernachlässigst du die anderen Lebensbereiche wie deine Familie und deine Kinder, das was ich auch gemacht habe. Der zweite wichtige Tipp ist,
such dir Gleichgesinnte. Also bei mir zum Beispiel ist das Thema Fokussierung und die helfen mich dabei, mich besser zu fokussieren. Und der dritte ist, nimm Kritik an. Das war ein ganz schwerer, also es war ein Punkt, ich habe immer gedacht, ja klar, Kritik, ich kann Kritik annehmen. Konstruktive Kritik nehme ich an. Nee, habe ich nie. Und vor allen Dingen jetzt noch der vierte, sei dankbar. Dankbar für das, was du hast und es gibt dir ein ganz tolles Gefühl. Noch eine provokante Frage. Mit der Selbstständigkeit der Mütter, weil das ein bisschen mein Eindruck ist in manchen Fällen, dass dann doch tatsächlich mehr so eine Spielwiese für die Mutter, die eben kein Angestelltenverhältnis haben, das ihnen irgendwie Sicherheit gibt. Und die Männer verdienen im Endeffekt dann in ihrem Vollzeitjob genug erstmal für den Familienunterhalt und die Mütter machen dann so ein bisschen selbstständig noch ein bisschen was dazu, was gerade so passt und wo man dann eben Visionen und Träume und Ziele und wirklich sagen kann, okay, was mache ich gerne, das mache ich jetzt. Egal wie viel das jetzt irgendwie, wie erfolgreich ich damit bin, sondern das macht mir Spaß und mehr geht sowieso nicht. Dazu gibt es ja mein Video mit Gleichstellung des Vaters, dass ich glaube, dass man tatsächlich andere Arbeitszeitmodelle bräuchte, um die Situation vor allem der Mütter und der Erwerbstätigkeit grundlegend zu verändern. Aber wie siehst du das? Also wie ist da so deine Erfahrung? Weil du kennst ja jetzt viele selbstständige Mütter. Mein Ziel ist schon, dass ich mindestens so viel verdiene wie mein Mann, mindestens. Eine Selbstständigkeit mag schon so aus dem Ärmel schütteln, dass man in dem ersten Jahr seine 5000 Euro netto im Monat verdient. Geht nicht. Wir werden unterschätzt und wir werden belächelt, so wie du das auch gesagt hast. Ja, dass man einfach sagt, ja, das ist Pseudo-Selbstständigkeit. Ich bin eine selbstständige Mama. Ich war auf der Karriereleiter. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Ich habe nicht umsonst studiert. Bei mir geht es ganz viel darum, also meine Vision enthält meine Grundmotive und meine Grundmotive sind zum einen die Verwirklichung, also die Selbstverwirklichung, Verwirklichung, aber auch die Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit, dass Mütter auch arbeiten dürfen und die schaffen sich jetzt einfach ein Umfeld mit ihrer Selbstständigkeit, mit der sie dann auch gut zurechtkommen und wo sie in die Familie integrieren können und nicht andersrum. Ich glaube, wenn ich irgendwo angestellt wäre, würde ich nicht diese Power aufbringen und auch nicht das leisten, was ich für mich leiste in meiner Selbstständigkeit. Und es würde mich auch nicht so erfüllen. Weil das ist ja auch immer die Problematik, dass du, wenn du dich selbstständig machst, dann kannst du mal das machen und dann gehst du wieder diesen Weg und dann gehst du mal wieder diesen Weg und dann denkst du, ah, jetzt doch dich irgendwo bewerben, vielleicht ist es besser. Von der Sicherheit her, dann fühle ich mich sicherer. Dann habe ich da ein Auffangbecken. Und wenn du weißt, wohin du möchtest, was deine Vision ist, was dein Ziel ist und wenn du weißt, wie du auch mit dir umgehen kannst, wenn dich etwas hemmt, dann hast du die Gedanken gar nicht mehr. Wenn du deinen bisherigen Werdegang und die Kinderplanung rückblickend betrachten würdest, würdest du es genauso wieder machen oder was würdest du anders machen? Also ich bereue nichts. Das ist ganz wichtig. Das hätte ich vor einem oder zwei Jahren nicht sagen können. Da hätte ich nämlich geheult und gesagt, ich bereue alles. Wäre ich doch nur Lehrerin geworden. Dann wäre ich Beamtin, hätte einen sicheren Job. Aber dann frage ich mich, was bringt mir das denn? Wenn ich in einem Beruf tätig bin, nur damit ich Familie und Beruf unter einen Hut bringen kann, ist doch völliger Quatsch, dann bin ich doch irgendwo auch unglücklich. Also rückblickend sagst du nicht, du hättest gerne zum Beispiel früher die Selbstständigkeit gestartet, weil das eigentlich das ist, was du sagst. Ich hätte dich jetzt so ein bisschen erwartet, dass du sagst, naja, eigentlich das Angestelltenverhältnis das entspricht mir nicht, eigentlich hätte ich auch früher schon Selbstständigkeit planen können, weil das ja eigentlich das ist, was meiner Vision entspricht. So weit war ich damals noch nicht, aber du hast recht. Heute würde ich mir wahrscheinlich nach dem heutigen Wissensstand würde ich heute früher anfangen mit der Selbstständigkeit und dann die Kinder wahrscheinlich während der Selbstständigkeit bekommen. Ja. Iris, vielen Dank für das Interview. Ich danke das dir. Das war sehr aufschlussreich. Und wenn ihr mehr über Iris erfahren wollt, geht auf momcoach.de. Ich verlinke das irgendwie auf Facebook und auf YouTube und in der Infobox. Da tut man sowas. wirklich, also was, ich habe das ja schon auch probiert, das hast du in deinem Tagebuch und Newsletter, hemmende Glaubenssätze von sich selbst aufzuschreiben, zu finden und dann umzuwandeln in
unterstützende Glaubenssätze. Ich war emotional sehr berührt, als ich das für mich gemacht habe. Ich glaube, das hilft jedem, egal ob selbstständig oder nicht, ob Talfahrt oder nicht. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ansonsten empfehle ich euch, meinen Kanal zu abonnieren und weitere Videos zu schauen und beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Ich habe meine Kamera, meine Fernbedienung vergessen, deswegen schneide ich hier ein.